So, was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanalchen. Und heute gibt es mal eine Zusammenfassung von allem, was nach Haikyuu Staffel 4 passiert. In einer, sagen wir mal, Kurzform, die eigentlich, wenn ihr euch die Länge des Videos mal anguckt, keine Kurzform ist, aber trotzdem eine Kurzform ist. Komisch, ich weiß. Ihr wisst ja, ich hatte mal ein Format gestartet, außer zwei Strikes ist da aber nicht mehr viel übrig geblieben. Deshalb werde ich für euch den Stuff, der im Manga passiert, zusammenfassen. Einige Szenen werde ich sogar versuchen, detaillierter zu besprechen, genauso wie ich es mit den Nekoma-Zusammenfassungen gemacht habe. Aber das nur bei einigen Stellen, damit ich auch ein paar inhaltliche Videos zum Manga machen kann. Vor kurzem habe ich mir nochmal das Ende von Haikyuu gegeben und mir ist wieder aufgefallen, wie schön das Ende ist. Und darum wollte ich das mit euch hier und jetzt teilen. Ich weiß, es folgen zwei Filme, aber ganz ehrlich, wenn das keine 6-Stunden-Filme werden, können die den Manga-Stuff nicht richtig adaptieren, dann könnt ihr auch einfach auf entspannt dieses Video gucken. Glaubt mir, es lohnt sich. Okay, nochmal gesagt, das wird nicht sehr ausführlich. Ich werde lediglich die Story behandeln und nicht die einzelnen Spiele. Außer einer Ausnahme, nämlich werde ich den zweiten Teil meiner Nekoma-Zusammenfassung abspielen, der ja leider gestrikt wurde. Den ersten finde ich leider nicht mehr, aber ja, ich werde Zeitstempel hinzufügen, damit ihr auch wisst, wann welches Thema behandelt wird. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich wie immer über eine gute Bewertung freuen, auch über ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Schreibt in die Kommentare, falls ihr den Manga noch nicht kennt und dieses Video jetzt guckt, wie fandet ihr ja die Story, also hat euch das Ganze gefallen? Und ja, noch einmal, Leute, supportet das Video, das hat wirklich, ja, wirklich sehr viel Fleisch und Blut gekostet. Und ja, damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Die Spieler stehen auf dem Platz und wir sehen die Startaufstellung auf beiden Seiten. Wer wird den Kampf auf dem Schrottplatz gewinnen? Kageyama nimmt den Ball und bereitet sich auf die erste Angabe vor. Alle Zuschauer warten gespannt und der Schiri pfeift an. Kageyama setzt zum Jumpsurf an, doch Kai kann den Ball annehmen. Lief bekommt das Zuspiel und Nishinoya rettet den Ball. Kageyama geht zum Ball und spielt auf Außen auf Tanaka zu. Er weicht den Block aus, doch Yamamoto kriegt den Ball gerade so noch. Der Ball fliegt aber wieder auf die andere Seite. Daichi kriegt den Ball und Kageyama spielt den Ball zu Hinata. Der erste Schnellangriff des Tages. Kenma schafft es nicht, den Ball anzunehmen. Die Menge jubelt auf beiden Seiten. Und Hinata schreit voller Energie, das ist ein Spiel, wo es keine zweite Chance gibt, Kenma. Alle springen gemeinsam und Kenma stellt zu Kai. Tsuki macht einen One-Touch und Hinata kann den Ball annehmen. Karasuno macht auch einen Synchronangriff, der Ball kommt zu Daichi, aber Kuro blockt ihn zu Tode. Kuro freut sich richtig und auch alle anderen sind begeistert. Hinata sagt, wenn der nervige, eklige und dreckige Tsukishima einen Meister hat, dann ist es Kuro. Dieser versucht Tsuki natürlich ein bisschen zu provozieren, klappt aber nicht und auch Bukto schreit wie ein Verrückter durch die ganze Halle, dass Tsuki nicht darauf eingehen soll. Jedenfalls nächster Schlag von Asahi, doch Yaku nimmt an und Fukunaga verwandelt den. Er steht 4:4. Nächste Aktion, Shoyo schlägt. Der Ball wird angenommen. Nächste Aktion, Shoyo schlägt wieder, doch dieses Mal ist er drinne. Hinata ist erleichtert, dass er irgendwie diese Nekoma-Abwehr überwunden hat. Neue Rotation und Yamaguchi kommt endlich rein, um der Karasuno Momentum zu geben. Tsuki erwähnt dann nochmal was sehr Wichtiges. Er sagt, ich soll dich besiegen, Kuro, niemals. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu denken, dass ich dich alleine besiegen könnte. Und im Hintergrund sieht man Yamaguchi, der sich gerade bereit macht. Yamaguchi ist nervös und merkt, dass nicht mal Kageyamas Jumpsurfs gegen diese Abwehr etwas ausrichten konnten. Kuro fragt sarkastisch, ob sein Kollege Yamaguchi nicht wirklich in der Lage ist, sie alleine zu besiegen. Tsuki sagt, das ist er wahrscheinlich, weil er mir immer einen Schritt voraus war. Kuro guckt verwirrt und weiß nicht, was er meint. Der Jumpfloat von Yamaguchi kommt, doch Yamamoto verspringt der Ball und die Karasuno punktet. Nächste Angabe kommt zu Kai, er pritscht ihn zu Kenma und der dann zu Fukunaga, doch Tsukishima tötet ihn mit seinem Block. Alle rasten aus, die Menge jubelt, das ist die ideale Angabenblock-Strategie. Das Duo Yamaguchi und Tsukishima. Er erinnert sich an die alten Zeiten mit Yamaguchi, alles was sie erlebt haben, was sie geprägt hat. Tsuki und Yamaguchi klatschen ab, sogar Tsukishima grinst, die ganze Karasuno feiert und alle sind gehypt. Wieder aufgestellt ruft Kuro Tsuki und fragt Tsuki, wie er Volleyball mittlerweile findet. Tsuki lächelt, erinnert sich an alles was passiert ist und sagt, dank allen macht Volleyball tatsächlich manchmal Spaß. Eine weitere Angabe von Yamaguchi, Yaku übernimmt die Aufgabe und Kai macht den Ball rein. Nun hat Kuro endlich Angabe und er macht ein No-Touch-Ace mit seiner Sprungangabe, die erste an dem Tag. Ein weiterer Jumpsurf durch Kuro, doch Daichi nimmt perfekt an und Kageyama erzielt über die Mitte mit Tsuki einen Punkt.
Kenma sagt ganz trocken, dass er mehr Punkte machen könnte. Kuro guckt ihn nur dabei blöd an. So, nächster Angriff durch Hinata, doch Fukunaga kann den Ball annehmen und Nekoma startet einen Synchronangriff und Yamamoto verwandelt den Schlag. Akashi erwähnt, dass sie Nekoma langsam ihre Defensive völlig gefestigt hat. Nächster Schlag von Tanaka, er weicht den Block aus, doch Yaku steht einfach perfekt. Alle im Stadion bewundern seine perfekte Annahme. Kenma stellt den Ball hoch, über Liev, Fukunaga springt von hinten und Nishinoya hat den Ball schwach angenommen. Doch Kageyama rennt, nimmt sich den Ball von hinten und macht einen Quick Attack mit Hinata aus so einer Position. Alle rasten aus und sind überwältigt von Kageyamas Skill. Mittlerweile steht es 14-16 für die Karasuno. Die Nekoma ist in dieses Spiel mit 200% Bewusstsein reingegangen, doch Kuro sagt, dass es schon beim allerersten Trainingsspiel klar war, dass Karasunos größtes Monster dieser Typ hier ist. Kageyama Tobio. Kageyama ist wieder dran mit der Angabe, der Ball macht eine Kurve in Richtung Kai, doch er erkennt frühzeitig, dass der Ball ins Aus geht. Liev ist dran und er verhaut die Angabe auch. Nun hat Tanaka Ausschlag und macht ein Jumpsurf, doch Fukunaga nimmt an und Kuro verwandelt über die Mitte. Yamamoto mit dem Jumpsurf, Tanaka nimmt an, doch der Ball ist zu nah am Netz und Kageyama spielt mit einer Hand zu Hinata zu. Doch Yaku ist da, um den Ball abzufangen. Kyoko sagt, dass das ein Moment war, wo alle das Gefühl hatten, dass das ein Punkt sein muss, aber nicht gegen diese Mannschaft. Der Ball fliegt trotzdem zu nah und Asahi macht's mit seinem Block dicht. Yaku und Kai sind beeindruckt von Kageyama, dass er den noch so gut zuspielen konnte. Kageyama sagt komplett badass, auch wenn der Ball nicht perfekt kommt, solange ihr den Ball in der Nähe der 3-Meter-Linie bringt, reicht es mir. Alle denken sich, wie badass dieser Spruch war, sogar Hinata ist beeindruckt, aber sagen es in dem Moment natürlich nicht. Auch Kenma und die Nekoma hört das und finden es alle einfach komplett badass. Es geht weiter, Karasuno baut einen Angriff auf und Kageyama spielt über Kopf zur Asahi zu, womit Kuro nicht gerechnet hätte. Er schlägt und Yaku schafft es nicht, den Ball richtig anzunehmen. Tanakas Schwester jubelt schon, doch Fukunaga springt dem Ball hinterher, kann ihn irgendwie noch berühren. Kuro streckt seinen Fuß aus, aber es reicht nicht, um den Ball rüber zu bekommen. Er steht 16-19 für die Karasuno, Nekoma nimmt eine Auszeit und Kuro und Daichi geben sich auf respektvoller Basis nochmal die Hand. Nekomata sagt, dass das Spiel sehr locker ist und dass eher nach einem Trainingsspiel aussieht, als nach einem richtigen Spiel auf nationalem Niveau. Er sagt auch, dass jeder darüber nachdenkt, dass das für die Drittklässler das finale Spiel sein könnte und dieses Spiel alles verändern wird. Doch ein Spieler juckt es nicht, nämlich Kenma. Das einzige, was in seinem Kopf gerade vorgeht, ist, wie er die Außenangreifer der Karasuno aus dem Spiel nehmen kann. Wir springen ganz woanders hin, nämlich sehen wir Tendo und Gushki, die sich das Spiel angucken. Tendo sagt, dass er an Karasunos Stelle extremst überfordert wäre gegen Inarizakis Zwillinge und Tsuna. Außerdem erwähnt er, dass er es hasst, gegen Mannschaften wie Nekoma zu spielen. Tendo macht typische Tendo-Faxen, doch er sagt am Ende noch was Wichtiges. Alleine die Schläge alle anzunehmen, ist nicht der letzte Schritt einer perfekten Defensive. Wir springen wieder zum Spiel. Tsuki kommt über die Mitte, dann Fukunaga von der anderen Seite. Kageyama muss den ersten Ball annehmen und Nishinoya stellt zu Asahi. Doch die Nekoma steht überall und das Zuspiel war auch nicht perfekt. Sogar Bukuto sagt, dass der Ball nicht reingehen kann. Was macht Asahi? Er zielt bewusst auf die Hand von Kuro und macht einen Blockout. Tendo, Gushki und Masaki und Co. appreciaten diesen Move und fragen sich, was für Waffen Karasuno noch auf Lager hat. Tendo sagt, wegen den zwei Erstklässler-Monstern die anderen Spieler in Vergessenheit geraten, obwohl sie auch unglaublich krank sind. Er steht 20-18 für Karasuno und Kenma ist weiter am Analysieren. Er meint, dass der erste Satz wichtig ist, aber wahrscheinlich an die Karasuno geht. Und er braucht noch einen Tick länger, um noch Informationen zu sammeln und dann im zweiten Satz. Er bricht den Satz ab und es geht weiter. Kuro macht einen Jumpsurf und Daichi nimmt ihn an, aber viel zu dicht. Jetzt heißt es Kageyama gegen Liev. Kuro guckt komisch und weiß, dass Liev niemals technisch diesen Zweikampf gewinnen kann. Aber er es mit seiner Größe irgendwie versuchen soll, dieses Monster zu bezwingen. Er schafft es nicht, Kageyama tappt ihn ins Feld und Yamamoto kriegt den Ball noch irgendwie, aber leider viel zu kurz. Und Kenma bewegt sich zum ersten Mal richtig. Alle sind begeistert und verwundert, er spielt auf Liev und der macht einen Punkt. Nach dem Punkt geht Kageyama ganz trocken zu Kenma und sagt, wow Kenma, du kannst dich bewegen. Und Kenma antwortet, ja, ich bin tatsächlich am Ende des Tages am Leben. Nekomata stellt klar, dass seine Gegner, Kageyama und Hinata,
dafür sorgen, dass auch Kenma automatisch etwas mehr tut. Auch Kenma sagt hier, was sehr wichtig ist. Er hat mittlerweile mit vielen guten Spielern gespielt, sodass seine Liste von Sachen, die er wahrscheinlich tun könnte, sich aktualisiert hat, was Kuro zum Lächeln bringt. Zum Ende hin erwähnt Hinata, dass es eigentlich klar sein sollte, aber auch Nekoma ist nicht mehr dasselbe Team wie vor 3 Monaten. Auch Opa Uke guckt sich das Spiel an und sagt, dass Nekoma ein Team ist, das ekliger und ekliger wird, desto länger man gegen sie spielt, und seine Jungs den Rat gibt, nicht zu viel Zeit zu verschwenden, sonst richten sie ihre Klauen straight auf euren Nacken. Kuro macht seine Angabe, er regt sich aber auf, dass er genau auf Daichi geschlagen hat. Alle springen, zu wem wird der Ball wohl fliegen? Er stellt hinten zu Daichi, der den Ball reinmacht. Das Spiel ist voll im Gange, es steht mittlerweile 22-21 für die Karasuno. Kenma hat Angabe und zielt extra auf Hinata, der sich freut, dass er auch mal eine Angabe annehmen kann und wartet auf Kageyamas Lob, aber der denkt sich, freu dich nicht, jeder könnte diesen Ball annehmen. Yachi im Hintergrund ist richtig berührt, dass Hinata tatsächlich kein Loch mehr in der Defensive ist. Tanaka schlägt zu und schafft es, durch den Dreierblock zu schlagen. Kageyama hat wieder Ausschlag, doch der Ball fliegt gegen die Netzkante und irgendwie rüber. Yamamoto kann annehmen und Lief verwandelt den Ball. Das fügt Kageyama so gar nicht. Er denkt sich nur, was zur Hölle habe ich bei meiner Angabe falsch gemacht. Es sieht so aus, als wäre sein Anwurf falsch gewesen. Lies Angabe wird von Hinata angenommen, aber ein bisschen zu nah am Netz. Er stellt ihn zu Tanaka, aber das ist gefundenes Fressen für unseren Boy Kuro. Er tötet ihn mit seinem Block. Die Nekoma feiert, sie haben die Karasuno endlich eingeholt. Es steht 23-23. Yamamoto's Schwester analysiert Lies und Kenmas Angaben, denn sie haben beide auf Hinata gezielt, damit die Nummer 10 kein Quick Attack machen kann. Kenma lobt ihn sogar für die Angabe und er freut sich richtig, dass er ein Kompliment von Kenma bekommen hat. Tja, aber die zweite Angabe geht nicht übers Netz. Matchpoint für Karasuno, aber auch Tanaka macht den Sprungaufschlag nicht rein. 24-24. Nun geht es so richtig los. Yamamotos Jumpsurf, doch Tanaka kann annehmen. Hinata schlägt, doch Yaku kriegt den Ball aber ganz nah am Netz. Blockduell, Kuro gegen Hinata. Kuro gewinnt, aber Daichi kriegt den Ball gerade so noch. Kageyama stellt zu Asahi, die ganze Nekoma wartet mit vollem Fokus. Wir sehen Yamamoto und Kenma einen Schritt zurückgehen. Asahi berührt wieder den Block, der Ball fliegt über alle Berge. Doch Yamamoto kriegt den Ball noch, alle sind geschockt. Kenma stellt zu Fukunaga, der Block macht einen Touch und der Ball fällt runter. Daichi mit einer Hand am Retten, Kageyama stellt wieder zu Asahi, die ganze Nekoma wartet wieder. Asahi erinnert sich an Ushijimas Finte und macht auch eine Finte, doch Fukunaga rettet den Ball, Kenma zu Kai und Kais Schlag wird von Kageyama mit den Händen abgewehrt. Tanaka übernimmt gerade so noch das Zuspiel und spielt wieder auf Asahi. Die Nekoma wartet wieder auf den Schlag. Tendo erwähnt, dass ein Spielertyp wie Asahi nach so vielen Versuchen sich zu viel Gedanken macht, was er machen soll, weil er nur im Kopf hat, dass er den Ball jetzt endlich reinmachen muss. Die Nekoma wartet und Asahi schlägt den Ball gegen den Block, aber der Ball fällt vor den Blockern auf Nekomas Seite runter. Ein sogenannter Wasserfallball. Und endlich, nach so einem langen Ballaustausch, macht Karasuno endlich einen Punkt. Kuro ist richtig triggert von dieser Aktion und Daichi hilft Asahi hoch, der zugibt, dass er Angst hatte zu schlagen und damit gerechnet hat, dass der Ball sowieso angenommen wird. Beide Mannschaften geben alles, was sie können und von der einen Sekunde auf die andere übertreffen sich beide Mannschaften aufs Neue. Deshalb hassen sich diese Mannschaften so sehr. Ein Außenstehender gibt Karasuno Props und sein Kollege sagt, dass es auch verdient ist. Immerhin haben sie Ushijima und die Mia-Brüder geschlagen. Wir springen wieder ins Spiel. Kuro macht einen Punkt über die Mitte und er steht 25-25. Die Karasuno erwähnt, für jeden anderen wäre es kein großes Ding. Aber weil wir noch nie einen einzigen Satz gegen Nekoma gewonnen haben, wäre das etwas ganz Besonderes. Synchronangriff und jeder der Angreifer will den Ball für das Team reinmachen. Tsuki schlägt gegen den Block, Kai kriegt den Ball noch, Fukunaga macht ein Straight, aber Kageyama ist da. Noya auf Asahi, doch Yaku kann den Ball annehmen. Kenma im Duell mit Tsuki und Asahi, doch er hat gegen die Riesen keine Chance. Doch Kageyama hat etwas bemerkt, nämlich ist das ein Foul, weil Kenma wie Atsumu im letzten Spiel seinen Arm gedreht hat und zuspielen wollte. Und ein Zuspiel darf man nicht blocken. Schlauer Schachzug von Kenma und Tsuki wirkt richtig abgefuckt. Es gibt ein weiteres Timeout und Tendo erklärt die schlaue Strategie von Kenma. Er weiß, dass die Karasuno nur noch darauf fokussiert ist, das Spiel zu beenden und kann sie damit aus der Fassung bringen. Karasuno macht einen weiteren Synchronangriff. Die Nekoma kann Asahis Ball annehmen und irgendwie rüberspielen.
Sie sind aber draufgängerisch. Der nächste Sekundenangriff, Daichi mit einem Straight. Yamamoto kriegt den Ball, fliegt gegen das Netz. Kuro kriegt den Ball gerade so noch und Kenma bekommt den letzten Ball und pritscht gezielt auf die andere Seite, während die Karasuno sich für den nächsten Angriff vorbereitet. Alle sind so sehr auf den Angriff fokussiert, dass der einfach gepritschte Ball einfach auf den Boden fällt. Alle erstarren, die Nekoma holt dank Kenma den ersten Satz mit 27-25. Die Karasuno ist entsetzt, die Nekoma feiert, Bukto lacht über den fatalen Fehler von der Karasuno. Hier wird das nochmal erklärt. Als Kenma den Ball rüberpritschte, ist Kageyama schon nach vorne gegangen und alle anderen waren bereit anzugreifen. Kenma hat genau auf die 1 gezielt, wo kein Spieler war. So, jetzt wird's ernst, denn auch die Karasuno hat jetzt bemerkt, dass die Nekoma oder besser gesagt Kenma sie an den Eiern hat. Sogar Kyoko ist geschockt, dass die Nekoma wirklich alles innerhalb der Mannschaft manipulieren kann. Es ist Flashback-Time. Kuro fragt Kenma, warum er so depressiv im Bett liegt. Er sagt, dass das Durchspielen eines Videospiels trauriger ist als ein Game Over. Opa Ukai merkt nun, dass das neue Gehirn der Nekoma dieser kleine Rotzbengel ist. Die Mannschaften wechseln die Seiten. Kenma gibt Hinata Props wegen den Annahmen und Hinata freut sich natürlich, aber sagt dann, dass er mitten in seinem Training ist, um der beste Balljunge zu werden. Yamamoto und Kenma gucken nur verwundert. Die Karasuno versammelt sich und geht alles durch. Sie bemerken, dass sie Nekoma versucht, gezielt Hinata auszuschalten, genauso wie sie versucht haben, Aran im Inarizaki-Match aufzuhalten. Hinata ist begeistert und denkt sich nur, ich bin ebenbürtig mit einem Top 5 Ace der Nation. Kageyama frontet ihn direkt, weil er einfach wusste, was Hinata in dem Moment dachte. Ihre neue Taktik lautet, dass Hinata die Angaben ignoriert und einfach die Hinteren in der Rotation machen lässt. Außerdem erwähnen sie, dass sie auf die Sprungangaben von Kuro aufpassen müssen. Wir springen auf Nekomas Seite, die gerade auch ihre Taktiken besprechen. Kenma meint, dass Hinata normalerweise 10 Punkte macht und wenn sie es schaffen, dass Hinata nur 7 oder 8 schafft, sollte es schon genügen. Es geht wieder weiter. Fukunaga hat Angabe und schlägt den Ball wieder genau auf Hinata, damit er keinen Quick Attack machen kann. Hinata nimmt an und analysiert, wer von wo angreift und läuft nach der Annahme sofort nach vorne, springt und erzielt trotzdem einen Punkt mit dem Quick Attack. Das war eine indirekte Antwort, dass auch wenn Hinata den Ball annimmt und anvisiert wird, trotzdem den Quick Attack durchführen kann. Hinata wartet wie immer auf eine Reaktion von Kageyama, der guckt aber wie immer weg. Kageyama ist eine stille Gefahr, die ohne zu sprechen zu Kenma sagt, glaub nicht, dass das genug ist, um unseren Quick Attack zu stoppen. Beide Zuspieler gucken sich an und die Lage wirkt angespannt. Kenma ruft Hinata, der lächelnd zurückguckt und Kenma grinst und sagt, bleib interessant, okay? Hinata guckt ihn nur noch fokussiert an, aber können wir mal kurz darauf eingehen, wie gruselig er dort aussieht? Alter, guckt euch mal Kenma an, ich schwöre, könnte einfach ein Horrorfilm sein. Bukto und Akashi treffen Yachi und fragen, warum sie so besorgt ist. Sie sagt, dass es das erste Spiel auf den Nationals ist, wo die Karasuno nicht den ersten Satz geholt hat. Bukto drückt dann nochmal einen rein und sagt, besonders gegen die Nekoma, weil deren Abwehr immer und immer besser wird. Aber sagt ihr, dass sie nicht über eine Niederlage nachdenken sollte, sondern über das Hier und Jetzt. Guck einfach, wie gut wir alle geworden sind. Es geht wieder los. Kageyama hat Angabe, macht einen Jumpsurf, doch Kai kann ihn annehmen. Und Yamamoto verwandelt. Er steht wieder 1-1. Kenma hat Angabe, schlägt auf Hinata, doch Nishinoya übernimmt die Aufgabe. Kageyama stellt zu Daichi, der den Ball reinmacht. Beide Teams spielen gut und machen nacheinander Punkte. Er steht 4-5 und auch der Kommentator sagt, dass es hier jetzt wirklich drauf ankommt, wer den ersten Fehler macht. Asahi macht einen Jumpsurf und macht ihn rein, die Karasuno jubelt und er steht 4-6 für Karasuno. Nächster Jumpsurf von Asahi, doch Yamamoto lässt durch und der Ball geht ganz knapp ins Aus. Nun hat Kuro wieder Angabe, Asahi kriegt den gerade so noch hin und Kageyama und Tsuki schlagen durch die Mitte, doch Yamamoto ist da. Yaku muss den zweiten Ball nehmen und Kenma pritscht wieder vor den Ball nach hinten. Doch dieses Mal ist Daichi zur Stelle. Synchronangriff der Karasuno und Tanaka verwandelt. Mittlerweile steht es 5-7. Karasuno war immer eine aggressive Mannschaft, was ihr Spielstil angeht. Und auch Kenma erwähnt, dass die Karasuno eine Mannschaft ist, die erst handelt und dann denkt, aber trotzdem irgendwie mehr denkt als jedes andere Team. So, das Nekoma-Spiel ist voll im Gange. Ich werde hier nochmal ein paar Momente hervorheben, bevor ich darauf eingehe, wie das Ganze zu Ende geht. Der Boom Jump.
Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, hatte die Nekoma die Karasu nur an den Eiern. Dafür wurde der Vogelkäfig als Metapher benutzt. Als Kageyama den Ball bekam, spielte er den Ball 3 Meter in die Luft hoch für die Mitte. Für Hinata. In der Vergangenheit erwähnte Kageyama immer, denn Sprung ist wie ein Boing Boing. Und natürlich, du kannst viel höher fliegen, als du es jetzt schon tust. Doch nun sagt er, tu das ganze Momentum, dein ganzes Gewicht in diesen Stemmschritt, in diesen Sprung und flieg, Rabe. Währenddessen sehen wir einen Raben aus dem Vogelkäfig ausbrechen, als Metapher für diesen ultimativen Sprung. Der Schlag hat zwar keinen Punkt erzielt, aber das war ein sehr wichtiger Moment für Hinatas Entwicklung. Hinata und Kenma gucken auf die Anzeigetafel. Es steht 21-24 für die Karasu. Beide haben einen Satz gewonnen. Alle sind außer Puste, schwitzen und können einfach nicht mehr. Sogar Kenma liegt nach jedem Punkt auf dem Boden vor Erschöpfung. Kageyama hat Angabe, Yamamoto kriegt den Ball gerade so noch, fliegt aber übers Netz und Tanaka schlägt sofort rüber. Lief und Kenma schaffen es aber gerade so noch zum Block. Der Ball fliegt wieder ins Feld der Karasu. Lief fällt auf den Boden und Kenma schreit ihn an und sagt, du Idiot, steh auf, der Ball hat den Boden noch nicht berührt. Kenma tut alles weh, er kann einfach nicht mehr, aber will nicht, dass das Ganze jetzt endet. Er will weiterspielen. Nishinoya, Kageyama und dann Asahi schaffen es, den Ball knapp rüber zu spielen. Yaku nimmt an, aber zu weit nach vorne und Hinata schlägt. Lief blockt, doch Kageyama rettet den Ball irgendwie auf die andere Seite. Kenma springt, Kai und Yaku schaffen es, den Ball rüber zu spielen. Nun ein Dankeball für die Karasu. Kageyama stellt zu Tanaka. Er macht einen perfekten Line-Shot, doch Kai kann ihn annehmen. Alle rasten aus, wir sehen das ganze Spielfeld der Nationals und dann eine Rückblende vom Testspiel. Alle gucken, der Ball kommt in die Mitte zu Kenma. Lief ist bereit, Yamamoto schreit nach dem Ball, Kenma spielt zu. Doch der Ball, der Schweiß. Der Ball berührt den Boden. Alle sind geschockt. Hinata sagt komplett fokussiert und verblendet, dass Tanaka einen guten Aufschlag machen soll. Kageyama sagt dann nur, es ist vorbei, du Dummkopf. Wir haben gewonnen. Beide Teams liegen am Boden und sind weder traurig noch glücklich, sondern einfach kaputt. Auch Kenma liegt, lächelt und sagt, das hat Spaß gemacht. Er ruft Kuro zu sich und bedankt sich dafür, dass Kuro ihm zum Volleyballspielen gebracht hat. Beide Teams geben sich die Hand auf sehr respektvolle Art und Weise. Die einen weinen, die anderen finden sich damit ab und zu guter Letzt geben sich Nekomata und Ukai Junior die Hand. Opa Ukai streckt seinen Arm aus von zu Hause und gibt indirekt auch Nekomata die Hand. Das Versprechen wurde also gehalten. Bukto gewinnt auch sein Spiel und muss im Viertelfinale gegen Top 3 Ace Kiryu antreten. Er geht auch nach dem Spiel zu Kuro und Daichi und sagt, dass er für sie das Spielfeld weiter zerstören wird. Er trifft Kiryu und hält Smalltalk mit ihm, aber leider weiß Kiryu nicht, wer er ist. Hammer Bukto. Die Karasu hält ein Nickerchen, außer Kageyama und Hinata. Die beiden sind wach und konfrontieren das Team, das als nächstes gegen sie antreten wird. Kame Modai. Kurai Hoshiumi verlässt das Spielfeld, sieht Hinata und sagt, ich habe deine letzten 2 Spiele gesehen. Lass uns im nächsten Match herausfinden, wer der wahre kleine Titan ist. Vor dem Spiel zwischen Karasu und Kame Modai gibt es aber ein Special Match, was höchstwahrscheinlich in den Filmen nicht gezeigt wird, weil die Zeit leider nicht ausreichen wird. Nämlich Fukuro Dani gegen Mujanisaka. Oder besser gesagt, der Kampf der Asse. Oder noch besser gesagt, Bukto gegen Kiryu. Das Spiel ist sehr unterschätzt und gehört auch zu meinen Lieblingsspielen, weil es mal nicht die Karasu ist, die spielt und hier ein Bukto und besonders auch ein Akashi Schein bekommt. Kiryu, das Top 3 Ace, wird auch eingeführt als ein Monster, das in der Lage ist, jeden Ball zu schlagen. Sein Team spezialisiert sich aufs Wadentraining, sodass er in der Lage ist, auch schlechte Bälle mit der bestmöglichen Technik zu schlagen. In einem kurzen Rückblick erfahren wir, dass er zum Beispiel auf der Mittelstufe gegen Ushijima gespielt hat und auch als besserer Allround-Spieler bekannt war. Als er ein Spiel mit seinem Team verlor, entschuldigte sich der Zuspieler bei ihm und in dem Moment fing Kiryu an zu weinen und fragte, warum er sich entschuldige. Seitdem schwörte er, dass er jeden Ball, egal wie er gestellt wird, schlagen wird. Und das tut er auch. Das ganze Spiel lang ist er ein würdiges Top 3 Ace. Auf der anderen Seite fing es bei Bukto nicht so prickelnd an. Was einerseits daran lag, dass das Team eine Anti-Bukto-Taktik hatte und weil Akashi nicht wirklich auf der Höhe war.
Er hat sich zu viele Gedanken gemacht und hat dadurch Fehler gemacht, die nicht passieren sollten. Er wurde dann auch ausgewechselt. Was cool war, Buktu ist optimistisch geblieben und meinte, dass Akashi nicht so wie er ist. Er würde nicht auf der Bank sitzen und weinen, sondern es ist eben Akashi, der zurückkommen wird und das sogar noch stärker. Wir sehen dann auch eine Rückblende, wie sich Akashi und Buktu kennengelernt haben. Und Buktu wie ein Verrückter Akashi immer nach Zuspielen gefragt hat. Akashi war aber auch immer bereit für ihn. Eines Tages in der Schule fragten seine Mitspieler, ob sie ihm nicht helfen sollen, Buktu zu verjagen, damit er Akashi nicht mehr so nervt. Aber er wollte ihm immer zuspielen, weil es ihm Spaß gemacht hat, einen Star glücklich zu machen. Nach jeder Session sagte Buktu, dass Akashis Zuspiel das Beste ist. Extrem süß, wirklich. Deren Dynamik ist super cool. Buktu ist dann auch warm geworden. Angaben, besonders seine Schläge, waren extrem scharf. Er sagte auch zum Team, da das letzte Turnier ist, muss er ihnen zeigen, wie ein wahres Ass aussieht. Beide Mannschaften gewinnen einen Satz und gegen Ende des Spiels fordert Buktu einen Hinterfeldangriff. Akashi denkt wieder viel zu viel nach, doch Buktu möchte einfach den Ball und das nicht mit 100% von Akashis Fähigkeiten, sondern 120%. Er stellt ihm und Kiryu konnte den Ball nicht genug absorbieren, sodass der Ball auf Fukurodanis Seite ins Aus geht. Fukurodani gewinnt das Spiel, Kiryu gibt Buktu die Hand und sagt, dass er glücklich ist, sein letztes Spiel auf der Highschool gegen jemanden wie Buktu zu haben, der egal was passiert, optimistisch bleibt und voller Energie ist. Ah, und ich wollte noch ganz kurz das Gespräch zwischen Buktu und Akashi in der Kabine erwähnen. Akashi fängt an zu weinen und gesteht seinen ganzen Struggle während des Games. Auch die Mannschaft luschert und hört sich das Gespräch an. Buktu kritisiert ihn, aber baut ihn dann wieder auf. Zu guter Letzt pusht Buktu sich nochmal und sagt, dass sie die nächsten Gegner auch besiegen werden. Wir springen damit zum Spiel Karasuno gegen Kamemodai. Beide Teams stehen auf dem Feld und Korai und Hinata gucken sich schon an. Davor wird aber noch eine Rückblende gezeigt, in der das Team über ihre Taktiken spricht. Coach Ukai sagt, dass die größten Probleme Korai Hoshumi und Hakuba sein werden. Hakuba, ein unglaublicher Angreifer mit einer Körpergröße von 2 Metern. Und Korai ist einfach Korai, Angaben und Angriffsarsenal auf ganz hohem Level, das wissen wir ja alle. Das ist aber das kleinste Übel, wenn man das Team als Ganzes betrachtet. Denn Kamemodai ist das stärkste Blockteam in ganz Japan. Also Dateko nur mit dreifachen Schwierigkeitsgrad. Vor dem Spiel passiert aber noch was ganz Besonderes. Nämlich trifft Hinata zum ersten Mal auf den richtigen kleinen Titan. Hinata ist komplett aufgeregt und begrüßt ihn erstmal, bevor er erzählt, wie sehr er ihn geprägt hat. Hinata fragt, wo er nun spiele, doch überraschenderweise spielt er kein Volleyball mehr. Er geht auf die Tribüne und sagt zum Abschied noch, viel Glück, neuer kleiner Titan. Das Spiel ist kurz davor loszugehen und Hinata sagt zu Kageyama, dass er aus irgendeinem Grund von der Tatsache, dass er kein Volleyball mehr spielt, nicht enttäuscht ist und guckt nur mit einem komplett kalten Blick nach vorne. Das Spiel beginnt mit einem Angriff von Hinata, der die Karasuno als erstes in Führung bringt. Nach Kageyamas Angabe stellt der Zuspieler zu Hoshumi, der auch mit einem geisteskranken Sprung einen Punkt macht. Die nächste Aktion, nämlich ein Schlag von Tanaka, wird von Hirogami totgeblockt und damit wird auch ein weiteres Monster eingeführt, Hirogami Sachiro. Das Spiel war mein Lieblingsspiel in ganz Haikyuu, alleine wie gut Hinata und Hoshumi waren. Hinata hat mit fast jedem Angriff einen Punkt gemacht, um genauer zu sein, hatte nur 2-mal nicht gepunktet. Und das gegen das beste Blockteam in ganz Japan. Das mit Abstand beste Spiel von Hinata, was natürlich auch an Hoshumi lag. Hoshumi ist ja noch ein ganz eigenes Thema. In dem Spiel haben wir gesehen, was er abgesehen von seinen Allround-Skills für ein Angriffsarsenal hat. Er kann über den Block schlagen, er schlägt in die Ecken, wo es am schwersten ist, den Ball anzunehmen, und das Herausragendste, in der Luft ist er unschlagbar. Was ich damit meine, er hat Adleraugen, die ihm erlauben, mit dem Block zu spielen, wie er möchte. Er zielt auf die Finger, sodass der Ball den Block kurz berührt und dann außerhalb des Spielfeldes fliegt und ihn keiner mehr kriegen kann. Außerdem zielt er die äußere Seite der Hand an, um auch dort Blockouts zu machen. Er ist so ein guter, ekliger und kluger Spieler. Seine Persönlichkeit gibt dem Team auch immer wieder frischen Wind. Auch Hirogami ist ein Monster. Seine Jump Floats
und besonders seine Blocks sind geistesgestört. Er ist ein Meister darin, seine Gegner zu brechen. Er liest den Schlag und hat immer, wirklich immer eine Hand vorm Schlag. Sobald jemand zum Blockout ansetzt, sind seine Arme weg. Er ist wirklich verrückt gut, der beste Mittelblocker, den wir bis dato kennengelernt haben. Wer gegen dieses unglaublich eklige Blockteam die meisten Probleme hatte, ist irgendwie klar. Asahi. Wir haben ja seinen Struggle gegen Dateko alle mitbekommen. Und hier steht eine Mannschaft, die nochmal ganz anders reinschallert, was den Block angeht. Er wurde wirklich so oft geblockt, aber hat sich dann doch gefangen und hat das erste Mal, meiner Ansicht nach, wirklich gezeigt, was ein Ace ist. Er hatte die Präsenz, die eines Asses würdig ist. Die Metapher mit den Wurzeln, aus denen er sich befreien musste, war auch unglaublich gut. Generell auch sein bestes Spiel. Er hat wirklich Women gehauen, die waren einfach unglaublich. Und mit dieser Leistung, wenn er das beibehalten würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass er in einem Paralleluniversum auf jeden Fall ein Top 5 Ace sein könnte. Ich muss zugeben, auch Tsukishimas beste Leistung war in diesem Spiel. Ohne ihn hätte die Karasuno nicht so gut gespielt. Hervorheben möchte ich den Moment am Ende des ersten Satzes, als er dabei war, Hoshumi zu blocken. Er hat Korai das ganze Spiel lang analysiert und in dem Moment gesehen, dass er wieder auf seine Fingerspitzen zielt. Im letzten Moment macht er seine Arme weg und der Schlag von Korai fliegt wie ein Homerun ins Aus. Somit hat auch Karasuno einen Satz gewonnen, dank seines Blocks. Generell hat mir auch die Rivalität zwischen ihm und Hoshumi sehr Spaß gemacht und hat mich auch sehr an die von Hinata und Tsukishima erinnert. Auch die Zuschauer spielen immer eine große Rolle, denn sie analysieren das ganze Spiel und es macht auch Spaß manchmal, deren Kommentare zu einigen Momenten zu hören. Wie schon erwähnt, war der kleine Titan auf der Tribüne, Kuro und Kenma, als auch zum ersten Mal die Mia-Zwillinge, als auch Kita. Dieses Spiel hatte wirklich alles und besonders die Kommentare von den Inarizaki-Jungs war einfach Gold wert. Also deren Dynamik ist einfach die beste in dieser Serie, muss ich einfach gnadenlos zugeben. Kommen wir damit zum Resultat. Beide Teams haben einen Satz gewonnen und der letzte Satz neigt sich dem Ende zu. Tsukishima macht einen One-Touch, Hinata bekommt den Ball noch und Tsuki macht sich sofort zum Angriff bereit. Vor ihm steht der große Dreierblock, doch er kann ihn durchdringen. Hoshumi ist aber da und nimmt perfekt an. Das Zuspiel kommt zu Gao, er schlägt durch den Dreierblock, doch auf der Seite von Karasuno ist Hinata, der den Ball auch perfekt annimmt. Hinata steht auf, guckt Kageyama an und fordert den Ball von der hinteren Reihe. Hinata springt und macht ihn rein, alle feiern, Dateko, Opa Ukai und sogar Shida Torizawas Trainer ist am Ausrasten. Er steht nun 14-18 für Kamimodai, Tanaka geht zu Hinata, gibt ihm die Hand, lobt ihn für die Aktion, Hinata lächelt auch und kommt hoch, doch er fällt zu Boden. Er kann sich nicht mehr halten. Alle sind verwundert. Hinata hat vermutlich Fieber. Karasuno nimmt ein Timeout und auch Kageyama erklärt, dass er gemerkt hat, dass Hinatas Hände wärmer als sonst sind. Sie messen sein Fieber 39 Grad. Hinata sagt aber, dass er weiterspielen kann. Er kann immer noch springen. Takeda sagt dann aber, dass er erstmal nicht rein kann. Und Hinata guckt ihn nur mit dem schlimmsten Blick an, als würde er ihn gleich schlagen wollen. Aber Takeda kann ihn in den Zustand nicht mehr spielen lassen. Das Spiel ist für Hinata an der Stelle zu Ende. Er nimmt Hinatas Hand und sagt ihm, dass es auch solche Momente geben wird in seinem Leben und das auch Teil von Volleyball ist. Takeda sagt, du wirst in diesem Sport, wo eine Körpergröße von 1,90 schon unterdurchschnittlich ist, nie groß sein. Darum musst du auf dem Feld immer bei 100% sein. Hinata wird ausgewechselt, fängt an zu weinen und entschuldigt sich. Die Mannschaft versucht die Stimmung wieder aufzupeppen und Daichi sagt, dass Hinata viel essen und sich erholen solle, weil er wichtig ist für das nächste Spiel. Zu guter Letzt sagt Kageyama, dass er länger als Hinata auf dem Feld stehen wird und wieder gewonnen hat. Beide gucken sich nur noch an. Bevor Hinata das Feld verlässt, schreit Hoshumi, ich werde auf dich warten, Hinata Shoyu. Hinata verbeugt sich und geht. Gou spricht Korai auf seinen Schrei an und sagt, dass er dieses Spiel garantiert nicht zurückkehren wird. Aber Korai meint nicht dieses Spiel. Er wird Hinata ganz oben wieder treffen. Auch Atsumu kommentiert das Ganze und sagt, dass es sie, die Nekoma und Kamimodai gebraucht hat,
um dieses Monster endlich aus dem Spiel zu nehmen. Auf dem Weg nach draußen trifft Hinata Kenma, der ihm ein iPad gibt, um das Spiel weiter zu verfolgen. Sehr süß von ihm. Im Auto verfolgen Yachi und Hinata das Spiel. Karasuno hat wieder aufgeholt, doch Tsukishima kommt falsch auf und muss genau wie Hinata gegen Yamaguchi ausgewechselt werden. Tsuki schreit die Mittelblocker an und sagt ihnen, dass sie keine Lücke freilassen sollen. Eine sehr, sehr schwierige Situation, weil beide Stammspieler, Tsukishima als auch Hinata, beide nicht mehr weiterspielen können. Kamemudai hat Matchpoint und die Karasuno versucht zu punkten. Doch mit einem letzten Sprung schlägt Hoshumi den Ball in die Ecke. Gegen Nishinoyas Arme und auf dem Boden. Karasuno fliegt gegen Kamemudai raus. Der Schock sitzt tief bei Daichi, Asahi, Sugawara, alle. Auch Hinata am iPad. Auch die Itachiyama und Sakusa haben ihr Spiel knapp verloren, weil ihr Zuspieler sich verletzt hat. Somit ist Bukto das einzige Top 5 Ace, was noch nicht rausgeflogen ist. Eine Niederlage ist schwer und sitzt tief. Alle außer eine Mannschaft werden Verlierer sein. Doch die viel wichtigere Frage ist, was bist du morgen? Wir springen 5 Jahre in die Zukunft. Wir sehen Hitokayachi in der Miyagi-Präfektur in einem Büro sitzen. Mittlerweile arbeitet sie Teilzeit in einer Designfirma und schreibt über die vergangenen Jahre im Karasuno Volleyball Club, also alle Jahre von Hinata Kageyama, Yamaguchi und Tsukishima. Im Sommerturnier des ersten Jahres hat sich die Dateko im Finale gegen die Karasuno durchgesetzt und ist zu den Nationalmeisterschaften gefahren. Sie haben es bis zu den besten 16 geschafft. Im Winterturnier hat die Karasuno wieder die Nationals erreicht, nur wurden sie dieses Mal in der dritten Runde von Inarizaki geschlagen. Im dritten Jahr der Highschool, Hinatas letztem Frühlingsturnier, haben sie erneut die Nationals erreicht und sind dieses Mal bis ins Halbfinale gekommen, wo sie das erste Mal auf dem Centerfield gespielt haben. Nur leider haben sie im Halbfinale gegen Itachiyama verloren. Nach der Highschool ist Kageyama nicht auf die Uni gegangen, sondern hat angefangen als 19-jähriger Youngster die japanische Liga auf den Kopf zu stellen. Er spielt auch mittlerweile in der japanischen Nationalmannschaft während der Olympischen Spiele 2016. Nachdem er ein Ace erzielt hat, sieht ein gewisser Lieferant auf einem Fahrrad die Aktion im Fernsehen. Yachi schreibt, dass sie, Yamaguchi und Tsuki alle auf die Uni gegangen sind, während Hinata was ganz anderes vorhatte. Hinata ging zu Coach Ukai und sagte, dass er unbedingt Beachvolleyball spielen möchte, weil er während des Probespiels in Staffel 1 gemerkt hat, dass man viel mehr lernt, wenn man zu zweit auf dem Feld steht. Man muss sich mehr bewegen und man muss wirklich alles können. Coach Ukai ruft seinen Opa an. Der ruft Nekomata an, doch keiner hat wirklich Connections, wo Hinata Beachvolleyball spielen kann. Außer eine Person. Washijo, der Trainer der Shida Torizawa. Sein alter Schüler ist von Indoor zu Beach gewechselt und trainiert dort Kinder. Der einzige Haken ist, er lebt in Rio de Janeiro. Hinata stimmt sofort zu und Washijo gibt ihm sehr streng und direkt nur 2 Jahre, in denen er dort trainieren darf. Nachdem alles beschlossen wurde, reden beide Trainer über Washijos Entscheidung und warum er das überhaupt für einen Fremden aus einer anderen Schule tut. Washijo antwortet darauf nur mit, ich weiß, ich habe eigentlich nichts mit diesem Jungen am Hut. Er hat eigentlich andere Coaches, die ihn besser kennen und die er auch mehr wertschätzt. Aber es gibt keine Person, die höhere Erwartungen an Hinata Shoyo hat als ich. Es ist mittlerweile 2017, Hinata meditiert am Strand von Rio de Janeiro. Wir sehen sein Leben in seinem kleinen Apartment. Zum Ende hin sehen wir eine Rückblende vom letzten Tag an der Karasuno-Schule. Kageyama macht im Anzug einen Jumpsurf und Hinata zieht auch sein Sakko aus und nimmt den Ball an. Hinata lächelt Kageyama an und sagt, wir sehen uns später, Kageyama. Er antwortet, ja, bis später. Okay, das soll es erstmal vom ersten Teil gewesen sein. Natürlich hatte ich vor, das Ganze umfangreicher zu machen, so wie ich es zum Beispiel mit dem ersten und zweiten Teil der Nekoma-Videos gemacht habe. Das eine habe ich ja hier mit eingebaut, das andere habe ich leider nicht mehr gefunden. Kann man leider nichts machen, aber ja, ist jetzt so. Ich möchte jetzt noch einmal kurz darüber reden, wie ich das Ganze finde. Also, wie fand ich den ganzen Nationals-Arc?
vielleicht nicht den ganzen, aber das, was ja in dieser Zusammenfassung quasi geschehen ist. Denn ja, ich habe eine ganz klare Meinung, die ich auch hier jetzt preisgeben möchte und nicht in anderen Videos, denn ich möchte jetzt inhaltlich auf den Manga eingehen und nicht einfach meine Meinung äußern. Das mache ich einfach in diesem Video, damit wir ja einfach so eine große Conclusion haben. Genau. Also, wie soll ich anfangen? Das Nekoma-Spiel als auch das Kamen-Modai-Spiel sind somit die größten Highlights, die wir bis jetzt mitbekommen haben. Und das haben die sehr, sehr gut hinbekommen, denn Haikyuu ist eine Serie, die sich von Spiel zu Spiel steigert. Natürlich gibt es diese Spiele wie gegen Tsubakihara, das erste National-Spiel, was jetzt nicht unglaublich krass war, ist halt einfach so Fodder, Mannschaftsfodder. Aber die wichtigen Spiele sind immer top gewesen. Inarizaki, davor Shira Torizawa, davor noch Aoba Josei und jetzt natürlich noch Nekoma und Kamemodai. Und das Nekoma-Spiel habe ich ja ein bisschen detailreicher besprochen, bevor diese Videos ja gestrikt wurden. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. So ganz ehrlich mal, das Spiel gegen Nekoma fand ich anfangs nicht mehr so gut, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, denn ich weiß nicht, es hat mir irgendwie an einem Spieler gefehlt, der wirklich eine Ausstrahlung hatte wie ein Mia Atsumu, ein Oikawa oder ein Shira Torizawa, ein Ushijima. Denn sowas ist für mich wichtig, ein Spieler, der auch heraussticht und der auch so the main antagonist von dem anderen Team ist. Aber das Nekoma-Team ist halt dafür bekannt, nicht mit einem Spieler herauszustechen, sondern als Team gut zu sein. Und das finde ich jetzt gerade mega, mega nice. Also ich schätze das sowas von krass wert, besonders weil ich jetzt auch selber Volleyball spiele und auch merke, ey, es gibt Spieler, die in einem Kurs oder so ganz krass schlagen können, sehr steil, mit sehr viel Kraft. Aber wenn du im Gegnerteam sogar alte Männer hast, die halt nicht so schnell sind, aber dafür Erfahrung haben, einfach wissen, wo die stehen, dann hast du keine Chance. Denn dann kriegen die ja jeden Ball von dir. Natürlich, außer du bist der Größte, der krasseste Bundesligist oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Positioning ist so wichtig und Nekoma ist einfach eine 1A darin. Darum sage ich auch immer, wenn Shira Torizawa irgendwann gegen Nekoma spielt, ich glaube, Nekoma würde jedes Spiel sogar gewinnen. Weil Nekoma ist einfach noch eine ganz andere Liga als Karasuno, was die Defensive angeht. Und ein Ushijima würde dort auch nicht wirklich was reißen. Und ich finde dieses Spiel einfach so gut, weil du halt merkst von Anfang an, ey, das ist gefühlt ein Freundschaftsspiel. Weil die Teams lieben sich untereinander, die kennen sich vom Trainingscamp, sind sowieso Rivalen. Und dieses Spiel spiegelt einfach genau das wider. Also man hat wirklich nicht das Gefühl, als wäre das ein Nationalmeisterschaftenspiel. Denn Nekoma ist ruhig, die Karasuno ist ruhig, Kenma redet mit Hinata, Daichi und Kuro umarmen sich während des Spiels oder ja, wenn die ein Timeout nehmen und so. Also ganz, ganz cool. Und auch am Ende, als das Spiel ja zu Ende ging, ist ja normal, dass die Spieler, also die Drittklässler, die dann ja nicht mehr spielen, weil das ist ja deren letztes Turnier, dass sie dann anfangen zu heulen. Aber Kuro zum Beispiel, die sind ganz ruhig geblieben. Die dachten sich, tja, ist halt passiert so. Und was soll man machen? Genau, und das finde ich einfach richtig nice. Und auch die Karasuno ist jetzt nicht ausgeflippt und meint, ey, wir haben gewonnen. Nishinoya war somit der Einzige, ich glaube auch mit Hinata, die sich wirklich richtig krass gefreut haben. Ich glaube, jeder hat sich gefreut. Aber die anderen, weil die halt so kaputt waren, dachten sich einfach, okay, wir haben jetzt endlich gegen Nekoma gespielt, aber gut ist es, machen wir einfach weiter. Und das finde ich super, super nice. Und auch diese ganze Sache mit Coach Ukai, also Opa Ukai und Nekomata. Natürlich war das jetzt nicht das krasseste Thema hier in diesem Spiel. Wichtiger war so Kenma oder auch generell Tsukishima, Hinata, so die ganze Entwicklung der Spieler. Aber so im Hintergrund die Symbolik, Opa Ukai, der zu Hause sitzt und sich das Spiel anguckt und Nekomata, der tatsächlich noch Trainer ist und die sich dann am Ende auch ja die Hand reichen, so quasi. Sehr, sehr schön. Und auch der Flashback am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, diesen kleinen Flashback noch in diesem Video mit einzubauen. Dieser Rückblick war ja im ersten Teil. Ich habe den noch irgendwo, ich weiß nicht,
Der ist auf jeden Fall nicht gelöscht und vielleicht schaffe ich es, den noch mit einzubauen, denn das ist auch sehr, sehr wichtig und hat auch eine sehr, sehr krasse Symbolik und dann sieht man das Spiel auch mit bisschen anderen Augen. Genau, und was ich an dem Spiel auch noch richtig krass fand, Kenma. Kenma ist wirklich ein sehr, sehr guter Zuspieler, wirklich. Für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe immer gesagt, ich bin Team Akashi, wenn es darum ginge, Akashi gegen Kenma. Aber Kenma ist der bessere Zuspieler. Er ist zwar nicht so athletisch wie ein Akashi und Akashi ist, ja, ich würde nicht sagen, ein schlauerer Spieler, aber der, oder nee, die sind eigentlich auf dem gleichen Level, nur Kenma ist jemand, der halt wirklich sein Team zu Tode analysiert und ein Shiratori-Sawa und auch jetzt hier in dem Fall Karasuno, er hatte die wirklich an den Eiern. Und ohne Kenma, ich sage euch ehrlich, ohne Kenma hätte es Nekoman niemals so weit geschafft. Niemals. Aber das kann man auch sagen, ja, zu Kuro oder so. Kuro ist auch so wichtig gewesen, alleine seine Angaben, wie viele Probleme diese Angaben gemacht haben, auch als Karasuno ihr Timeout genommen haben, haben die auch gesagt, ey, passt auf seine Angaben auf, denn die waren auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch ein Angaben-Ranking machen würde, wäre Kuro, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Denn ich habe vergessen, wie krass der Typ eigentlich ist, also was die Angaben angeht. Genau. Und dann natürlich der Moment, den ich auch erwähnt habe, Tsukishima und Yamaguchi, als sie die Abwehr-Pfeil- und Bogen-Taktik, die Abwehr-Offensive-Taktik irgendwie so. Sehr, sehr schön. Ein Moment, der hat wieder gezeigt, okay, Tsukishima liebt diesen Sport wirklich und Yamaguchi ist sowieso immer dabei. Und das war einfach unglaublich schön. Und natürlich der Boom-Jump, den ich hier angesprochen habe. Das war so der Beginn von Hinatas Entwicklung, was das normale Angreifen angeht. Denn sonst hat ja Hinata und Kageyama immer den Quick-Attack gemacht. Aber ab diesem Zeitpunkt ist Hinata wirklich so weit gewachsen, dass er diesen Quick-Attack nicht braucht. Der Typ ist wirklich so krank geworden. Auch beim Kamemodai-Spiel gesehen. Er ist wirklich ein unglaublich guter Spieler. Seine Annahme hat sich von Spiel zu Spiel einfach weiter gesteigert. Und das hat mich einfach richtig glücklich gemacht. Und ich sag euch, Freunde, wenn wir das im Kino sehen, wenn wir das in einem Jahr im Kino sehen, dann werde ich ausrasten. Und ich habe letztens Film Red geguckt. Ich werde euch nicht spoilern, aber was mein Gedanke war. Ich war dort in diesem Kino mit meinen Kollegen und ich dachte mir nur im Kopf, während ich diesen Film geguckt habe, dort wurde ja sehr, sehr viel gesungen, also wer den Film geguckt hat, der weiß es auch. Ich habe mir nur gedacht, ey, diese Atmosphäre, diese Boxen, dieser große Bildschirm, wie geil wird es in einem Jahr? Ganz ehrlich, wie geil wird es in einem Jahr? Dieses Nekoma-Match, das Bukto-Match. Ich vergesse immer, dass die Filme nicht so gut sein können, weil sehr viel natürlich geskippt wird, aber so die Schlüsselmomente werden natürlich vorhanden sein. Und alleine, wenn ich drüber nachdenke, alle Aktionen von Nekoma, der letzte Punkt, wenn Kenma den Ball nicht mehr zuspielen kann und der halt ausrutscht wegen dem Schweiß, ey, ich will das alles einfach sehen. Und das ist noch was anderes als so One Piece Filme oder My Hero Academia Filme. Das ist wirklich der Kanon. Und ich glaube, die Leute werden richtig ausflippen, denn wir wissen ja, der Demon Slayer Film war ja auch Kanon. Und das war auch mega, mega krass, also Rengoku und so, mega, weil die Leute wussten ja nicht, wie es weitergeht und haben es erst im Kino erfahren. Aber bei Haikyuu ist es noch das Ding, das ist ein Turnier. Das ist ein Turnier und wirklich die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, wer das Spiel gegen Nekoma oder Kamemodai gewinnt, Alter, das muss doch so eine coole Erfahrung sein, wirklich mit Haikyuu-Musik, mit Animation, die höchstwahrscheinlich sehr gut sein wird. Die werden zwar nicht wissen, okay, es wurde ein bisschen geskippt, vielleicht werden die Spiele ja extrem kurz, aber weiß ich nicht. Hoffen wir mal nicht. Und ja, das wird einfach super, super nice. Und das soll es eigentlich zum Nekoma-Spiel gewesen sein. Also das Spiel mit einem meiner Lieblingsspiele mittlerweile. Alleine wegen diesem Feeling, dass das wie ein Freundschaftsspiel ist. Und genau, das wollte ich noch erwähnen. Jeder Punkt ist intens gewesen. Also wirklich intens sein Vater, weil die Nekoma halt wirklich nicht schlapp macht. Ein Asahi, wenn er schlägt, jedes andere Team, okay, es ist
es ist vorbei. Du hast versucht, den Ball anzunehmen, aber ja, ist schlecht gelaufen, wenn er natürlich gut gestellt ist. Aber die Neckumer hat nicht aufgegeben. Die haben jeden Ball bekommen. Und die waren auch richtig hungrig. Ich weiß noch diese eine Szene, als Asahi gesprungen ist. Und jedes Mal die Neckumer, ey, komm, komm, gib mir den Ball, ich werde den holen. Und Gänsehaut, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Darum, Neckumer Spiel höchstwahrscheinlich Top 5, zu 100% Top 5. Top 3 leider nicht, denn es gibt noch einige Spiele. Das eine Kamemodai, was offensichtlich besser ist, weil alter Falter. Wir gehen gleich darauf ein. Aber davor möchte ich noch auf eine ganz bestimmte Thematik eingehen, nämlich das Spiel zwischen Fukurudani und Mujanisaka. Denn leider, leider werden wir dieses Spiel in den Filmen nicht sehen. Also das glaube ich zumindest. Und ja, das macht mich wirklich traurig, denn wie ihr auch mitbekommen habt, ich habe zwar das Spiel nicht sehr detailreich besprochen, die anderen auch nicht, aber das war halt wirklich sehr, sehr kurz, darum habe ich das auch kurz gehalten. Aber Bukto und Kiryu, zwei Spieler, zwei Aces, Top 5 Aces, die spielen. Einer ist sogar Top 3. Sowas hatten wir bis jetzt noch nie. Wir hatten einen Ushijima, der spielt. Wir hatten auch immer einen Bukto, der spielt. Aber wir hatten nie zwei Mannschaften, die wirklich einen Top 5 Ace hatten. So, und dieses Spiel dann animiert zu sehen. Kiryu, der wirklich Wummen haut wie kein anderer. Also ich will wissen, wie hart der schallert. Denn Sakusa hat im Anime nicht wirklich gezeigt, wie doll er schlagen kann und wie gut er überhaupt ist. Als ich am Anfang Heike geguckt habe, dachte ich mir, dieser Sakusa ist doch überhaupt nicht heftig. Aber Kiryu hatte diesem Spiel gezeigt, Alter, seine Schläge, boom, einfach boom. Und was Stärke angeht, was Kraft angeht, ist er ja nicht so weit entfernt von Ushijima. Und Ushijima war halt einfach eine Kanone. Und Kiryus Schläge einfach im Kino zu sehen, das wird richtig, richtig cool. Und auch für die Leute, das wird das Geilste sein. Ich würde natürlich auch mit ein paar Kollegen gehen, die den Manga nicht gelesen haben. Und ich weiß ja, was passiert. Und wenn ich dann dort sitze und deren Reaktion sehe, wie sie zum ersten Mal sehen, wie dieser Kiryu, ein Charakter, den sie bis dato noch nicht kannten, einfach alles rasiert, wird so schön sein. Und Bukto sowieso ein Fanliebling, wenn er mal eine Angabe reinmacht oder generell in Form kommt und dann diesen Ultra-Cross schlägt. Alter, ich freue mich sowas von darauf. Und was auch sehr, sehr wichtig ist in diesem Spiel, Bukto war ja davor immer so dieser Charakter, der im Mittelpunkt steht und ja, ich habe Depressionen, lass mich in Ruhe und so. Aber dieses Mal ist es nicht Bukto, der eine Depri-Phase hat, sondern Akashi. Zwar eine ganz kurze, aber trotzdem extrem starker Moment für ihn. Und auch als er am Ende geweint hat. Ey, das habe ich von Akashi bis jetzt nicht gesehen. Und am Ende hat er ja auch gelacht. Und ich kenne Akashi oder wir kennen Akashi nur als einen Charakter, der halt wie so ein Sasuke. Der ist halt ja ein bisschen kühler drauf und ist natürlich nett und so, aber er ist introvertiert und ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Und dass er anfängt zu weinen, dass er anfängt zu schreien, dass er anfängt zu lächeln, das ist einfach schön. Und ich freue mich, das auch mit dem Synchronsprecher zu sehen, wie sich das Ganze anhört. Und ja, dass Akashi auf die Bank musste, auch sehr, sehr hart, weil Bukto braucht Akashi, das wissen wir. Aber dass Bukto trotzdem alles rasiert hat, auch als Akashi wieder reinkam, hat mich einfach glücklich gemacht. Und dass das das erste Spiel ist, wo Bukto wirklich ja, in Ruhe sein Ding gemacht hat. Der wurde sogar geblockt, weil da gab es ja die Anti-Bukto-Taktik. Aber er hat trotzdem weitergemacht und hat sich nicht unterkriegen lassen. Und das war einfach super, super schön. Und ein weiterer Schritt für seine Entwicklung, die wir auch später noch sehen werden. Aber Bukto super, als er auch zum Team gesagt hat, ey, das ist das letzte Spiel, egal, also nicht das letzte Spiel, sondern das letzte Turnier. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, am Ende ist es sowieso an dem Punkt angekommen, dass wir nicht mehr zusammen spielen werden. Und deshalb muss er jetzt zeigen, dass er wirklich ein Ass ist. Und das verwirklicht er hier auch wirklich. Wirklich verwirklicht, wirklich, Alter. Wie oft habe ich wirklich gesagt. Aber ihr versteht, was ich meine. Und Bukto hat das wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin auch stolz auf diesen Jungen. Und ich glaube auch, dass das ganze Team stolz auf ihn ist. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Spiel in den Nationalmeisterschaften, nämlich ja, Kamemodai gegen Karasuno. Besser gesagt, Hoshumi gegen Hinata. Das Spiel, was von Anfang an aufgebaut wurde, Staffel 1, Part 1.
Staffel 1 Part 1, Staffel 4 Part 1, als wir Korra natürlich zum ersten Mal gesehen haben, dort wurde schon leicht angedeutet, okay, also Kageyama hat selber gemerkt, okay, der Typ ist klein, der erinnert mich an Hinata und der spielt einfach viel, viel besser. Und auch in Folge 12, als er halt das komplette Team rasiert hat, einfach wunderschön. Und von Anfang an wurde aufgebaut, okay, Hinata, das ist sein Rivale. Kageyama ist sein Hauptrivale, aber was die Größe angeht, ist es Kodai Hoshimi. Und wir haben die ganze Zeit auf dieses Spiel gewartet. Also Anime-Fans warten bis heute auf dieses Spiel und das Spiel hat nicht enttäuscht. Das Spiel hat nicht enttäuscht, auch als Hinata dann vor dem Spiel noch auf Hoshimi getroffen, als sie sich getroffen haben und dann Hoshimi meint, wir werden jetzt herausfinden, wer der wahre kleine Titan ist. Und dann dieses Spiel kam, das war unglaublich krass. Also, wenn es ein Spiel gibt, auf das ich mich freue, dann ist es das. Nach einem speziellen Spiel, was noch später im zweiten Teil thematisiert wird. Aber das Spiel, alter Falter, das ist nochmal ein ganz anderes Level als dieses Nekoma-Spiel. Denn wir sehen Hinata wirklich in seiner Prime zu dem Zeitpunkt. Er hat wirklich Spaß an dem Spielen, wirklich. Er hat sowieso Spaß an Volleyball, aber dort hat er wirklich gezeigt, ey, der Typ lebt das und auch Kodai Hoshimi. Und jetzt muss ich euch mal eine Sache erzählen. Ihr wisst ja, Hoshimi, jeder, der den Manga gelesen hat oder auch dieses Video geguckt hat, dieses Video war halt nicht so detailreich, was seine Punkte angeht, aber Hoshimi ist ein Meister vom Blocktoolen. Also der Typ macht so viele Blockouts und ich habe ihn mir wirklich zum Vorbild gemacht. Er ist mein Vorbild, was Angreifen angeht. Ich bin auch nicht der Größte, aber ich schaffe es natürlich durch normale Schläge auch, aber durch Blockouts sehr viele Punkte zu machen. Und er ist einfach so cool, der hat Adleraugen und der sieht wirklich, okay, der Block ist dort, ich muss gegen diesen Block schlagen, gegen diese Finger, damit der Ball so weit fliegt, dass ein Nishinoya den Ball auch nicht mehr bekommt. Und das sogar von der hinteren Reihe. Also vorne ist das, ja, ist nicht so schwer gegen den Block zu schlagen. Also ist schon schwer, also für jemanden, der das jetzt ausprobieren möchte. Höchstwahrscheinlich gibt es hier einen, der sich denkt, okay, Hoshimi ist sehr, sehr cool und das ist sehr nützlich und im richtigen Volleyball gibt's Blockouts ja auch. Dann werde ich es halt ausprobieren. Aber das ist nicht so einfach, auch nicht vorne. Man denkt immer, okay, der Block ist da, dann mache ich einfach so. Aber als ich das anfangs ausprobiert habe, das war auch mega, mega schwer. Aber man bekommt ein Gefühl dafür. Und das ist das geilste Gefühl, wenn man das dann richtig hinbekommt. Ich mache das halt immer mit so einem Power-Tap, aber richtig rauf zu brettern, so wie es Hoshimi macht, das traue ich mich manchmal nicht, weil ich will jetzt auch nicht gegen die Wand schlagen oder so, falls der Block mal nicht wirklich dort steht, wo ich den haben möchte. Aber ja, Hoshimi, auch von der hinteren Reihe, der zielt auf die Hand und es ist einfach unglaublich. Und deshalb ist er für mich sogar ein Spieler, der locker Top 3 Ace sein könnte. Oder Top 5. Top 3 weiß ich nicht, denn die Top 3 ist schon ein sehr, sehr hohes Kaliber. Aber oder doch, Hoshimi ist einfach krank. Wirklich, muss ich sagen. Und für mich auch ein besserer Spielertyp als Bukto. Bukto ist krass, aber Hoshimi ist nochmal ein nicht ganz anderes Level, aber für mich trotzdem ein besserer Spieler. Genau, und ja, was soll ich euch noch sagen? Hinata super, Tsukishima unglaublich. Also, was der Typ für eine Entwicklung gemacht hat. Anfangs in Staffel 2, ja, ich mag kein Volleyball, dies, das, ich mach's einfach nur so. In Staffel 3 dann, ey, das erste Mal, dass ich jubel, es macht doch irgendwie Spaß. In Staffel 4 dann, okay, ich bin etabliert als jemand, der wirklich ambitionierter Volleyballspieler ist. Und dann jetzt in Staffel 5, das Nekoma-Spiel, sagt er auch zum ersten Mal, ey, tatsächlich macht es manchmal Spaß. Und hier in diesem Spiel merkt man dann auch, ey, der Typ ist komplett drin, der Typ liebt diesen Sport und er wird niemals mit diesem Sport aufhören. Er wird da auch nie, sage ich euch jetzt schon. Genau. Und dann noch Asahi. Und Asahi, darauf bin ich sehr wenig im Video eingegangen, was mich ein bisschen stört, aber Asahi hat wirklich eine unglaubliche Leistung gebracht. Denn jeder, der den Manga full gelesen hat, das ganze Spiel gelesen hat, der weiß, ab dem Zeitpunkt, wo Hirogami, Hakuba, Hoshimi halt wirklich ins Spiel gekommen sind, Asahi wurde jedes Mal geblockt. Jedes Mal.
Und wir wissen, dass Asahi mit Dateko so viele Probleme hatte. Und ist ja klar, wenn er gegen Dateko Probleme hatte, gegen das beste Team in Miyagi, was den Block angeht, dann hat er natürlich auch Probleme gegen das beste Blockteam in ganz Japan. Er hat sich natürlich auch verbessert, aber ja, Hirogami und so, die sind einfach viel zu krass. Aber das hat er geschafft. Er hat es geschafft, sich von den Wurzeln zu befreien, hat dann angefangen, solche Wurm zu hauen und er war einfach glücklich. Dieses eine Bild, was ich, glaube ich, auch in meinem Video eingeblendet habe, als er sich richtig gefreut hat, war einfach schön, weil das Team stand hinter ihm. Die wussten, okay, er hat zwar jetzt eine schlechte Phase, aber am Ende des Tages ist er das Ace. Und am Ende des Tages, wenn er gut gelaunt ist, werden wir dieses Spiel auch gewinnen. Und das ist einfach wunderschön. Und auch als er dann mit Coach Ukai abgeklatscht hat, richtig nice. Also wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und generell Hirogami auch einfach ein Monster, als er dann gemerkt hat, okay, Asahi wurde oft geblockt, der Typ ist nicht mehr auf der Höhe. Da hat er angefangen, ihn zu anvisieren. Und ja, Hirogami, sein Block, seine Jumpfloats, alles. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Und ich bin fest der Überzeugung, wenn er wirklich Spaß am Volleyball hätte, also der hat ja Spaß am Volleyball, aber der wollte halt selber nicht wirklich anfangen. Und wenn er wirklich so ambitioniert wäre wie Hinata oder Hoshiumi, der wäre zu 100% Profi. Kann ich euch jetzt schon sagen. Hirogami, ein super Spieler. Sein Bruder ist natürlich Profi, also über den werden wir noch im nächsten Teil reden. Aber dieser Hirogami Sachiro, schade, schade. Verschwendetes Potenzial, aber ja, kann man leider nichts tun. Jeder hat so seine eigenen Ziele. Und das Ende. Oh, ich sag euch jetzt schon mal, als ich dieses Video geschnitten habe, hatte ich sogar Tränen im Auge und ich hatte richtig Gänsehaut, denn das Ende ist wirklich herzzerreißend. Als Hinata raus musste, sein bestes Spiel, seine beste Performance, und dann hat er gemerkt, okay, ich habe Fieber, und dann war alles vorbei. Takeda wusste, er ist wichtig, aber die Gesundheit geht vor. Und wenn er jetzt vielleicht weiterspielt, wird er später das Ganze bereuen und vielleicht irgendwann kein Volleyball mehr spielen. Im schlimmsten Falle, sagen wir mal. Aber ja, sehr, sehr bitter. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir auch, was für eine Scheiße. Also Scheiße in dem Falle, weil ich wollte, dass Hinata weiterspielt. Aber es ist auch schlau von Takeda gewesen. Und man munkelt, was wäre passiert, wenn Hinata als auch Tsukishima im Spiel ja dabei gewesen wären. Und ich glaube, das war so indirekt das Zeichen von Furudate, dass wenn Hinata und Tsukishima nicht verletzt wären, dass sie das Spiel dann höchstwahrscheinlich gewonnen hätten. Und das finde ich einfach krass. Oder generell bin ich auch stolz auf die Leistung von denen. Denn sie gehören jetzt zu den besten Teams in ganz Japan. Die waren davor noch ganz knapp ja, der erste Platz in der Miyagi-Präfektur. Aber jetzt haben sie es sogar geschafft, ja, zu den Besten in ganz Japan zu gehören. Also, ich weiß nicht, welches Team die jetzt wirklich komplett dreschen würde, ein 3-0 machen würde. Außer vielleicht ein Itachiyama. Fukudodani weiß ich nicht. Fukudodani ist auch echt stark. Und Fukudodani hat Karasuno bis jetzt jedes Mal auseinandergenommen. Und das interessiert mich jetzt auch. Was wäre, wenn Karasuno gegen Fukudodani gespielt hätte? Oder noch gegen eine Itachiyama? Eher gegen Fukurodani, das hätte mich mehr interessiert, denn wir kennen Fukurodani und das wäre dann auch eher so ein Freundschaftsspiel, auf was ich auch persönlich sehr, sehr viel Bock hätte. Genau. Und sehr, sehr traurig, dass Hinata raus musste, sehr, sehr emotional, auch dass er anfing zu weinen, also wirklich herzzerreißend. Und als er dann auch meinte, ey, es tut mir leid, er hat sich verbeugt. Und auch diese kurze Sequenz mit Kageyama, unglaublich schön, als Kageyama meint, das heißt, ich habe wieder gewonnen. Und natürlich war das ein Moment, wo man bei jedem anderen sagen würde, ey Bruder, ganz ehrlich, lass ihn in Ruhe. Der hat gerade einen Mental Breakdown, aber du reibst ihm das noch unter die Nase. Aber das ist deren Ding. Und Kageyama meint das ja auch völlig ernst und Hinata hat das ja auch nicht als Beleidigung oder als Provokation gesehen, sondern als, ey, ich habe verloren, ich habe wieder verloren. Und ja, bei jedem anderen hat er geheult, so als die was gesagt haben. Aber bei Kageyama ist er wirklich starr vor, ich weiß nicht, wie ich diesen Gesichtsausdruck beschreiben soll, aber der war halt wirklich angepisst. Der wollte weiterspielen und der merkt, ey,
mein Rivale ist auf dem Platz. Beide meine Rivalen, der eine in meinem Team und der eine im Gegnerteam, so. War sehr, sehr schön und auch das Kenma ihm das iPad gegeben hat. Ey, Kenma ist einfach Best Boy, muss man einfach sagen. Er gibt ihm einfach das iPad und wie er da reinkommt mit seinen Augen, ey. Ist einfach geil, ich liebe diesen Typen. Und ja, leider, leider haben die dann am Ende des Tages verloren. Und was soll man sagen? Es ist ein verdienter Sieg. Natürlich könnte es auch anders ablaufen, dass Karasuno das gewonnen hätte, aber man kann leider nichts tun. Das ist Volleyball, das ist der Sport. Im Fußball ist es auch so. Ey, Ronaldo musste 2016 in der Europameisterschaft im Finale auch einfach raus. Die haben dann natürlich auch gewonnen, aber sowas kann passieren, dass der beste Spieler, der wichtigste Spieler raus muss. Und ja, das ist der Sport. Kann man nichts machen. Eine Verletzung und so gehört dazu, sei es Fußball, Basketball, Volleyball oder Schach. Ja, im Schach kannst du auch eine Kopfverletzung, eine Gehirnverletzung haben. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen. Genau, und dann sehen wir natürlich noch kurz den kleinen Timeskip. Hinata möchte Beat spielen, weil er sich verbessern möchte, an seinen Grundlagen arbeiten möchte. Der bekommt das Angebot, nach Rio de Janeiro zu fliegen, um dort halt bei dem alten Schüler von Washito zu trainieren. Und Kageyama ist zu der Zeit auch schon Nationalspieler und spielt in der V-League. Also richtig krass. Also Kageyama, der hat einfach sein Ding durchgezogen. Und das ist krass. Hätte man auch erwarten können. Also ja, ist halt klar, es ist am Ende des Tages Kageyama so mit der talentierteste Spieler in ganz Haikyuu, würde ich sagen. Ja, und dann haben wir natürlich noch Tsukishima, Yamaguchi, die halt zur Uni gehen, Daichi und so, von denen haben wir nicht viel mitbekommen. Und dann sehen wir einen kleinen Flashback, nachdem wir erstmal gesehen haben, wie Hinata seinen Alltag lebt in Brasilien, auf was ich natürlich später im zweiten Teil noch eingehen werde. Aber hier sehen wir dann nochmal, wie Kageyama einfach im Anzug nochmal eine Angabe macht und Hinata den Ball annimmt. Und das ist richtig schön, weil das war wirklich die, sozusagen die Abi-Verleihung. Und die sind nach der Verleihung einfach sofort in die Halle gegangen und haben dann noch einmal das Netz aufgebaut und gespielt. So schön, wirklich so schön. Hätte ich auf meiner Schule, auf der Oberstufe Volleyball gehabt oder irgendwie Mannschaftssport, hätte ich genau das Gleiche getan. Ich wäre so gerne auf so Nationalmeisterschaften gegangen, aber kann man leider nichts tun, in Deutschland ist es leider nicht so. Aber ja, Hinata sagt, wir sehen uns später. Kageyama sagt, ja, wir sehen uns später. Und damit endet auch dieses Video. Nationalmeisterschaften für mich, ich würde sogar eine 10 von 10 sagen. Einfach gut, Haikyuu ist perfekt. Haikyuu ist eine perfekte Serie, ein perfekter Manga. Und das werdet ihr noch am Ende merken, wenn ich den zweiten Teil hier behandle, denn der zweite Teil ist sogar noch das Beste. Die Kirsche auf der Sahnetorte. Jeder, der den Manga gelesen hat, weiß, was auf uns zukommt. Und ich freue mich. Ich hoffe erstmal, dass dieses Video nicht gestrikt wird. Dann mache ich auf jeden Fall den zweiten Teil. Und ich hoffe, dass ich das Ganze in dem Stil, wie ich es mit den Sequenzen vom Nekoma-Spiel oder auch ein paar Sequenzen vom Kamimodai-Spiel, dass ich das so machen kann, dass ihr wisst, was ich meine, was so editiert ist wie beim Anime, dass ich das mit dem letzten Spiel machen kann. Denn dort sind so viele Momente, ey, an alle Anime-Onlys, die dieses Video gucken. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlässt. Und schreibt mal in die Kommentare, Hashtag Nationals. Für die Leute, die das Video bis zu dem Zeitpunkt geguckt haben. Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr Anime-Onlys wart und jetzt Manga-Reader seid durch mich. Was heißt Manga-Reader? Aber ob ihr Anime-Onlys... Und Anime-Onlys, schreibt rein, wie findet ihr das Ganze, was nach der Staffel 4 passiert. Würde mich sehr interessieren, weil Manga-Reader wissen ja, was passiert und wissen, was für ein Meisterwerk das ist. Und wie war eure Reaktion, als ihr die ganzen Momente hier in dem Video gesehen habt? Schreibt es rein. Hat euch das Video gefallen? Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn ich habe wirklich Fleisch und Blut reingesteckt. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich schaffe den nächsten Part irgendwann in einem Monat oder so. Genau. Wir sehen uns wieder.